Jo Leute, was geht? Natürlich willkommen zu einem Video. Tatsächlich habe ich das Video eben schon mal aufgenommen. Hab dann aber gemerkt, dass ich nicht auf den Knopf gedrückt habe zum Filmen. Das ist ziemlich ärgerlich. Und ich habe das Gefühl, es regnet. Also lasst euch nicht irritieren. Ich bin gerade draußen. Ich bin heute generell sehr viel draußen, weil ich mag es jetzt wieder ein bisschen wärmer. Im Frühling, Sommer ist was auch immer. Und deswegen lasst euch da nicht einfach von irritieren. Und ich bin, glaube ich, so ziemlich das erste Mal so lange wieder draußen. Halt während ich filme, YouTube und so weiter. Heute geht es mal, das ist ganz schlimm, ich hab echt die Befürchtung, dass gleich anfängt zu regnen, deswegen nehme ich mal lieber schnell auf. Ich will mich heute mal ein Thema bei YouTube Talk ansprechen, deswegen habe ich das Format, weil ich da auch Themen auf YouTube ansprechen kann und möchte. Und ich liebe dieses Format selber. Ich weiß, wie es bei euch geht, vielleicht könnt ihr es mir ja in den Kommentaren sagen, wie ihr diese Formate alle findet. Jedenfalls geht es heute in YouTube Talk um etwas Unvermeidbares. Etwas, worüber ich schon länger reden wollte. Und das Ding ist halt, ihr wisst es wahrscheinlich, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Herr Newstime zum Beispiel hat darüber berichtet, grüße gehen raus an dich, Herr Newstime, dass einige YouTuber gestrikt wurden und halt teilweise auch gelöscht wurden, die Content gebracht haben, der keinem geschadet hat, weder mental noch irgendwas anderes. Und darüber möchte ich halt heute mal sprechen. Ein YouTuber Open Mind, sorry, dass die Kamera so wackelt, ich muss mir eigentlich mal so ein Ding besorgen zum Halten der Kamera. Open Mind war ein YouTuber, der gelöscht wurde, der auf seinem Zweitkanal jetzt dazu was hochgeladen hat. Ich habe nicht besonders viel über ihn gewusst, beziehungsweise kannte ich ihn nicht, bis zu diesen Strikes und bis alles rausgekommen ist. Und anscheinend wurde er runtergenommen, demonetarisiert und halt hat 3 Strikes bekommen und weg war, weil in seinem Video Drogen zu sehen waren. Das hört jetzt echt mal extrem an, aber es wurde zum Beispiel nicht angepriesen oder so, soweit ich das weiß, sondern hatte nur Rezepte oder so dafür. Ich weiß es nicht mehr, guckt einfach selber, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat er halt nicht wirklich Dinge gemacht, wo man sagen könnte, das ist schlimmer Content, das ist blöd, das ist nicht alles gerecht und so weiter. Und das finde ich persönlich einfach ziemlich scheiße. Und Tanzverbot eigentlich, das werden wahrscheinlich die meisten nicht verstehen, aber er ist halt in meiner Abo-Liste und ich mag ihn gerne, ist einer meiner Lieblings-YouTuber, weil ich bin einfach sein, er hat keinen Filter und ich mag an sich sein Content einfach. Und er wurde auch gestrikt und ich hoffe, dass er nicht runtergenommen wird und wurde, weil das wird ziemlich scheiße. Excel 95, also Grüße gehen raus an euch beide. Excel 95 gucke ich auch manchmal. Mahlzeit auf jeden Fall. Ist echt ein korrekter Typ, muss ich sagen. Aber er wird anscheinend dauernd gestrikt und aus irgendeinem Grund, ich glaube, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, einige seiner Kanäle werden runtergenommen. Keine Ahnung. Wird er auch gestrikt. Bei ihm kann ich es manchmal verstehen, aber auch manchmal nicht. Versteht ihr? Also, ich finde, es gibt weitaus schlimmere Kanäle auf YouTube, die schon längst hätten gelöscht werden sollen. Dazu werde ich jetzt nichts sagen, weil ich will nicht wieder irgendwen hier angreifen oder so, aber ich glaube, ihr wisst, ich glaube, ihr könnt euch selbst denken, wen ich hier mit meine. Und ja, das ist ziemlich scheiße. Und das Ding ist, Open Mind zum Beispiel, sagen wir mal 300.000 Abonnenten, hat ihr über 300.000 und ihr habt jetzt 300.000 Abonnenten, habt vielleicht einen Job und den kündigt ihr dann wegen diesen 300.000 Abonnenten und weil die euch supporten und Geld reinkommt und so. Und vielleicht macht euch das ja sogar noch mehr Spaß als ein eigentlicher Job. Ich meine, bei mir ist es auch so, ich setze mich vor die Kamera und rede jetzt und das ist so YouTube, das ist YouTube, das ist ein Geben und Geben und so weiter. Und wäre ich jetzt zum Beispiel monetarisiert, würde ich jetzt Geld verdienen, dann wäre es natürlich auch ziemlich cool, so ein bisschen Geld reinfließen zu haben von YouTube. Aber ich glaube, dazu wird es leider nie kommen. Jedenfalls, zurück zum Thema. Open Mind zum Beispiel. Sagen wir, er hätte seinen Beruf gekündigt. Ich weiß ja nicht so viel über ihn. Aber ihr habt jetzt zum Beispiel so viel wie er 300.000 Abonnenten. Und ihr habt vielleicht euren Job gekündigt, weil es mehr Spaß macht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet wegen Videos gestrikt und gelöscht, wofür es eigentlich gar keinen Grund gibt. Ich habe das Gefühl, YouTube wird immer sensibler mit den Sachen, die sie machen. Ich könnte jetzt ein großer YouTuber sein und ein Schimpfwort in meinem Video sagen oder so, demonetarisiert. Wenn ich mich nicht mit dem Mainstream gehe, rate mal was, dann will ich demonetarisiert werden. Aber Leute, die YouTube so haufenweise Geld und alles Mögliche einbringen, die können machen, was sie wollen. Weil es eh niemanden interessiert. Aber es ist ziemlich auffällig, dass es auf YouTube immer weniger Meinungsfreiheit gibt und dass man für Dinge gestrikt wird, die komplett irrelevant sind und gar keinen Grund haben, gestrikt zu werden und gelöscht zu werden. Und das finde ich an sich ziemlich scheiße. Die Entwicklung von YouTube gefällt mir aktuell überhaupt nicht. Und ja,
Schreibt mir eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich echt interessieren, Leute. Morgen Abend gibt es, glaube ich, Gewitter. Das hätte zwar nichts damit zu tun, aber ich bin ein riesiger Gewitter-Fan und ich liebe es. Also, ich hoffe mal. Auf jeden Fall, Leute, sagt mir eure Meinung dazu. Natürlich könnt ihr gerne positive Bewertungen da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Das habe ich extra nicht am Anfang gesagt, weil ich hasse es, wenn Leute sagen, gleich am Anfang, ja, lasst ein Like da, bevor ihr das Video seht. Das ist komplett bescheuert. Also könnt ihr jetzt das Video bewerten, jetzt eure Chance am Ende, das muss ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Einen Kommentar da lassen und wenn ihr neu seid, würde es mich auf jeden Fall mega, mega freuen, wenn wir die 70 Abonnenten erreichen könnten, Leute. Finde ich auf jeden Fall mega nice und sagt mir einfach, welche Location euch gefällt. Da sieht es vielleicht nicht so besonders schön aus, aber direkt vor mir ist auch die Wiese und alles von meinen Nachbarn und ich weiß nicht, ob die gesehen werden wollen. Deswegen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.